Heute ist der Weltkinderbuchtag. Michel aus Lönneberger, Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf oder aber Emil und die Detektive begleiten mich seit meiner Kindheit. Denn ich habe Kinderbücher verschlungen und ich tue es heute noch gerne. Ein Buch ist wie eine große Schatzkiste, in die man reingreift und dann holt man etwas hervor und lässt sich überraschen. Und wir haben so wunderbare Literatur in diesem Bereich und großartige Autoren, wie zum Beispiel Astrid Lindgren, die mein Lieblingskinderbuch geschrieben hat, Die Brüder Löwenherz. Aber es gibt natürlich auch Erich Kästner oder die ganzen neuen jungen Kinderbuchschreiber. Ich konnte lesen, weil meine Eltern mich dabei begleitet haben. Sie haben mir Bücher geschenkt. Und tatsächlich habe ich das Lesen in der Schule gelernt. Das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Denn wir haben in Deutschland immer noch sehr viele Analphabeten. Und das ist keine Schande. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, weshalb man nicht lesen kann. Wichtig ist, darauf zu reagieren. Wir bieten auf Bundesebene über das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch entsprechende Kurse und Hinweise und auch Material an, damit am Ende jeder die Chance hat, Kinderbücher zu entdecken. Egal welches, aber es lohnt sich immer. Und was ist euer Lieblingskinderbuch?